Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wie ihr seht, heute wollen wir Nioh 2 anzocken. Ich bin schon mal ziemlich gespannt. Ich werde bestimmt nicht so gut drin sein, weil in diesen Dark Souls-Klonen und Dark Souls-ähnlichen Spielen bin ich nicht so gut. Überhaupt nicht gut, aber ihr freut euch ja immer, wenn ihr mir beim Scheitern zugucken könnt. Vorab soll gesagt sein, ich weiß noch nicht, wie lange ich spiele, davon mal abgesehen. Halbe, dreiviertel Stunde, Stunde, keine Ahnung. Ich nehme das am Stück auf. Ich werde nichts schneiden, nichts cutten, nichts dazu wegschneiden, kein Intro, kein Outro, gar nichts. Reines Gameplay-Material werde ich hier für euch aufnehmen. Oh, mit einer ziemlich hohen Bitrate, damit ihr so gut wie möglich, weil YouTube rendert sowieso nochmal, aber dass ihr so gut wie möglich die Grafik vor euch sehen könnt, die ich hier vor mir sehe. Wartet mal, ich muss mir mal hier meinen Bildschirm hier noch groß machen, dann kann ich nämlich nebenbei noch die Bildschirme miteinander vergleichen. Für mich ein bisschen runterregeln, der ist ein bisschen hoch. Ich hoffe, für euch ist der Ton auch nicht zu laut, nicht zu leise. Ich habe hier heute ein paar Mal versucht, mit Mortal Kombat den Ton neu einzustellen. Also ich habe Mortal Kombat gespielt, um den Ton einzustellen. Weil ich habe ja den PC komplett neu aufgesetzt. Und musste jetzt halt meine Einstellungen alle wieder neu machen. Ich habe auch die Bitrate noch mal ein bisschen erhöht im Gegensatz zu vorher. So, bestätigen. HDR aktivieren. Wollen wir natürlich aktivieren. Ich werde es jetzt hier mit HDR aufnehmen. Spielen. So, jetzt habt ihr auch ein Bild. Also ihr habt gesehen, das ist eine kleine Verzögerung da. Das ist halt wegen HDR. Ihr werdet vom HDR jetzt nicht so viel mitkriegen. Der rendert das dann halt raus, das HDR. Ich kann es aber in HDR spielen. Um euch da halt. Ich könnte in HDR auch aufnehmen, aber dann geht es nur ohne die Cam. So, jetzt müssen wir mal gucken. Maximum Helligkeit. 1000. Sättigung. Ah, das Feuer. Müssen wir mal gucken, so dass es das für euch halt auch gut aussieht und nicht nur für mich. Ja, so sieht es so ganz toll aus. Normale Helligkeit. Lassen wir mal so. Und die maximale Helligkeit. Der Hintergrund, glaube ich, da sieht man so ein bisschen. So, Sättigung hatten wir ja. Lassen wir doch lieber bei 5. Bildschirmhelligkeit. So, ihr könnt da schon mal mehr sehen. Aber das wollen wir ja natürlich nicht. Wir wollen es ja vernünftig spielen. Muss halt nur gucken, dass es bei euch im Stream. Ach Quatsch, im Stream. Ich bin hier voll auf Stream, ey. Bei euch in der Aufnahme halt auch gut aussieht. Ja, dann nehmen wir mal die Hälfte. Lass mal die Hälfte. Das sieht bei euch eigentlich ganz gut aus. Nur ein bisschen milchig irgendwie. Wir lassen mal die Standardwerte. So. Spielmodus. Stabile Bildfrequenz, stabile Auflösung bei einer Bildfrequenz von 30 FPS, stabile Auflösung, Bildfrequenz,
Stabile Auflösung. Ja, die Bildfrequenz, die kann bei mir, also davon kriege ich sowieso, also muss ich ehrlich so sagen, wenn manche sagen ja, wenn das mal so ein bisschen runter geht oder so, die kriegen da total mit. Ich kriege davon gar nichts mit, ehrlich gesagt. Stabil mit Bildfrequenz. Nee, wir machen einfach, ich mache den Film. Ja. So. Sollte bei euch gut aussehen. Also sehe ich jetzt hier auf dem Bildschirm. Bei mir sehe ich es hier auf dem Bildschirm. Sieht sehr gut aus. Bei mir hätte ich die Helligkeit jetzt noch ein bisschen runterschrauben können. Bei euch ist es okay. Bei mir hier könnt ihr noch ein bisschen runterschrauben. Aber hier unten seht ihr, ich bin auf Version 1.05. Da habe ich eben auch ein Update gehabt. Neues Spiel, weiter können wir nicht machen, Spielan können wir nicht machen. Ist ja auch klar. So, Spielmodus einstellen, Runde, HDR einstellen, Audioeinstellungen. Ich werde die Musik halt ein bisschen runter machen. Das ist irgendwie Standard bei mir drin, dass ich. Das ist, müsste 50 sein. 60, 70, 80, 90, 100. 90, 80. Machen wir auf 80. Effekte und so lassen wir alles mal laut. Das müsste eigentlich soweit okay sein. Steuerung, Kamera, wollen wir jetzt hier Spracheinstellungen, Text, Stimme, Deutsch, Englisch. Nur Englisch und Japanisch. Na, machen wir Englisch. Bei manchen hört sich ja, wenn ich mir jetzt so Serien wie One Piece oder Dragon Ball angucke, die japanischen Stimmen gehen gar nicht. Die finde ich so quiekig. Quietschig, das ist so. Neo 1 hatten wir ja auch schon angespielt. A giant man with horns appeared in a distant village. Ich werde dort das Video alles komplett für euch lassen. Wie gesagt, angezockt. Believing he brought blessings from the spirit world. However, as time went by, they began to fear him. Tormented by the villagers, he began to attack them. Until he came to be dubbed a demon. One of the village youth decided to make a stand. Ich habe vergessen, mir Wasser hinzustellen. Toll. Forging them into a blade that gleamed with an otherworldly light. With this mysterious blade, the invincible demon was cut down at last. Muss ich auch die Uhr ein bisschen im Überblick behalten? Frauchen wird mit der Kleine wahrscheinlich gleich runterkommen. Wir müssen mir nochmal einkaufen fahren. Ich hoffe, da gibt's noch was, weil die Kurven momentan wegen der Corona-Krise irgendwie bescheuerten. Nein, ich will kein Klopapier kaufen. Wir wollen nur noch mal für morgen Gehacktes holen, weil wir kochen wollen und. Ach, Erdbeeren für die Kleine waren noch und. Brot ist noch da, Wurst brauchen wir noch, also ein bisschen Kleinkram halt. Sehr düster. Ah, you have gone big, have you not? I just can't wait to see how our child turns out. All I know is that there will be no limit to their potential. Mm-hmm.
If it's a girl, I'm sure she will be beautiful, just like you. Well, we'll see. Ich werde den nehmen. Vielleicht ist noch was Besseres mit bei. Und das sieht auch nicht schlecht aus. Nee, mir gefällt der hier eigentlich ganz gut. Mit dem Bart und den Haaren. Vielleicht machen wir ihm ohne Glatze, ich weiß noch nicht. Wir nehmen den jetzt einfach mal. Vorlage 3, Haltung. Wirklich nur die Haltung. Ich habe gedacht, dadurch wird er noch fetter. Na komm, Rasierklinge und dann Arm. Der kann zeigen, was er hat. I wonder, what kind of child do you think will be blessed with? Well, there is no need to be anxious. I know they will make us proud. Ich nehme Blasse. Mit den rot unterlaufenden Ohren, das sieht schon ganz gut aus. Also ich sehe da jetzt nicht wirklich großartig einen Unterschied. Und jetzt ist oben ein bisschen blasser. Na, bei dem. Also wirklich einen Unterschied sehe ich jetzt da ehrlich gesagt nicht. So. Ne, die Gesichtsform, die würde ich eigentlich schon so lassen wollen. Die gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ohren und so, die gefällt mir auch eigentlich ganz gut. Augenklappe kommt schon auch nicht schlecht. Ah, komm, du kriegst eine Augenklappe, Alter. Aber das Band, das machen wir. Eigene Farbe. Zack. Na, schwarz geht gar nicht. Ah doch. Schwarz. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. So. All I want is for our child to grow up without knowing trouble or strife. What? I pray that they will be a hero on the battlefield. Oh, das sieht cool aus. Aber ein bisschen zu viel. Ein Auge. Oh.
drei verschiedene Sachen. So, ne, dann lassen wir das jetzt mal so. Ohren, Ohren, Ohren. Haben wir da vielleicht Ohrringe mit bei? Ohrläppchen? Ne, haben wir nicht. So, weil ich die Augenmaske habe, okay. Aber sieht gut aus. Gut. I can't wait for the day I get to brush my child's hair. If they're anything like their father, they won't want to sit still for you. Ich muss die Farbe denn nur anpassen. Bart muss noch dunkelbraun werden. Ach, das war's schon. Glatze gibt's nicht. Dann können sie einen Irokesen machen. Ah, okay, coole Sache. Ich muss aber erstmal noch Gesicht, Bart, Bart, Bart. I hope their eyes will be just like yours. You know how I love your eyes. Oh no. I hope our child has eyes as beautiful as yours. Das ist der einzige lange Bart, okay. Bartfarbe. Grundfarbe. Nur so. Kommt so ein bisschen an meinen Bart ran. Er kriegt da weiße Strähnchen. Wegen grauen Haaren, wisst ihr? Sieht ja nicht mal so schlecht aus. Und nee, so grob bin ich nun auch wieder nicht. Nee, wir lassen das so. So, Haare. So, ich brauche noch die Farbe. So, das ist jetzt so ein bisschen rotbraun. So sieht das gut aus. Aber hinten, wir hätten hinten auch. Nee. Strähnchen. So affig wollen wir das nicht machen, aber hier mit so einer Strähne. Blau. Ah, okay, da kannst du vorne blau, hinten weiß machen.
Auch nicht schlecht, wenn wir da dann halt hier grau machen. Und die Spitzen weiß. So, Frisur. Haben wir uns jetzt die Grundfrisur ausgesucht, jetzt sagen wir Pony. Ja, dann lassen wir mal Pony, lassen wir mal Standard, weil das andere gefällt mir nicht so. Und was haben wir hier? Ach hier die Seiten. Hinten. Nö, ja. Schleife, nö, lass mal Standard drin. One day soon, I'll have to teach them all about makeup. It's important to look one's best on the battlefield. Wir machen immer so ein bisschen dunkel die Augen, oder? Dann kommt man ein bisschen bedrohlicher rüber. Da kommt auch wie eine Pussy rüber. So. Kannst du ja vergrößern. Ach, wir machen wenn dann richtig hier komplett. Ach, lass mal, das wäre zu much. Nee, doch, wir lassen mit dem Schwarzen, sieht ja nicht mal so schlecht aus. Nee, Gesichtsfarbe wollen wir nicht. Soll man schon besser sehen. Quatsch, warum geht es nicht so weiter? Lippenstift. Ja klar, ich kaufe mir Lippenstift drauf. So, Körper, genau. Größe. Groß natürlich. Kopfgröße. Kopfgröße muss nicht so groß sein. Kann man wieder zurücksetzen auf 10. Gewicht. Muskeln. Yes. Brustumfang. Ey Leute, das sieht doch aus wie ein Foto von mir, Mensch. Könnte der X sein. Oh, Tattoos können wir ihm hoch verpassen. Können wir hier
ranzoomen irgendwie? Schlange. Das nehmen wir. Das nehmen wir, das sieht geil aus. Typ 6 Oberkörper. So. Auch Rücken. Nehmen wir Oberkörper. Nehmen wir mal Rücken als erstes. So. Ja, das können wir lassen. Ach so, das, wie hell das sein soll. Da kriegt der Tattoo einen Glanz. Warum sollten denn eine Tattoo einen Glanz haben? Okay, lass mal so. Vielleicht so ein bisschen, dass das. Also ein bisschen, damit das was heller ist. Sieht ja nicht mal so schlecht aus. So, Körper 1, Körper 2. Genau, das nehmen wir. Und das machen wir in Position. Lassen wir erstmal noch breiter. Machen wir mal 50. Höhe. 50, ne, nicht ganz. Wir machen mal 40, 45, 40. Ne, machen wir 35. Hier machen wir auch 35, damit das ausgewogen aussieht. Und Position. Sieht das geil aus. Leck mich am Arsch, sieht das geil aus. Ich kann nur 3 Stück, ich will 4 mehr. Ich will die Arme, Beine, ich will alles voll haben. Linker Arm, nee, rechter Arm. Schade, sind zu wenig da. Das nehmen wir. Das nehmen wir mit dem Vogel. So, und dann nehmen wir einfach mal weiter. So, weiter geht's nicht.
So sieht der Dude aus. So, Position vertikal. Also lassen wir das. Kann ich hier nicht mehr nehmen? Ich will mehr. Drei Tattoos ist ein bisschen wenig. Wenn ich jetzt einfach sage, ja, Tattoo 2, und dann weise ich einfach mal dem rechten, dem linken Arm zu, haben wir nur hinten und auf der Arm, das geht hoch eigentlich. So, 35, 35, als Position. Ja, so sind wir zufrieden. Stimme. Stimme, was nehmen wir für einen Stimme-Typ? Ja, so lassen wir das. Oh, wir können die Yokai-Form auswählen. Cool. Oh, das ist cool. Der ist auch cool. Der erinnert mich ein bisschen an Prince of Persia mit dem Sand. Sand der Zeit, wo er sich dann halt... Oh, egal. Den nehmen wir. Genau. Den bearbeiten wir noch. H-Typ. Ich glaube, ich nehme die langen Haare. Farbe. Also weißlich, ja, genau. Oder wartet mal, was ist, wenn wir den Rot nehmen? So ein Feuerrot hier oben drüber, Feuerrot. Und dann das hier hell machen. Oh yes, das kommt bestimmt geil. Ah, ein bisschen zu viel, würde ich sagen. Ein bisschen too much, oder? Ja, mal gucken, wie es aussieht mit weißen Strähnen. Farbe. Rot-weiß. Oh, oder rot-schwarz. Rot-schwarz sieht auch. Rot-schwarz sieht auch. Oh, ja. Oh, ja. Aber rot-weiß. Rot-weiß sah auch geil aus. Rot-weiß lassen wir. Oh, yes. So. Haarlänge. Quatsch. Altes Haar. Ganz lang. Ein bisschen Locken nehmen wir rein.
Nee, so. Andere Haare, Oliver. Oh, das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Oder wir haben verschiedene Formen. Mal gucken. So, und hier kriegt er... Oh ja, hier, das sieht so ein bisschen silbrig aus. Da kriegt er... Farbe. Kriegt er blau mit weiß. Nee, Quatsch. Blau, oben weiß. Yes! So sieht gut aus. So sieht es verdammt gut aus. Oder wollen wir hier noch einen anderen Haartyp nehmen? Nee. Ach, Horntyp ist das jetzt hier. Das. Oh, hier, der sieht ein bisschen imposanter aus. Der braucht sowas hier. So, genau. So. Der ist jetzt so vogelmäßig. Da könnten wir jetzt erstmal uns für Thorn entscheiden. Ja, dann nehmen wir das, genau. Und dann... hier ist auch wieder weiß. Oh, hier nehmen wir auch andere Haare. Haartyp. Das, genau, das nehmen wir. Und das... Oh, dann nehmen wir das hier oben. Nee, wir nehmen das. Und dann nehmen wir dann eine andere Farbe. Dann nehmen wir hier oben weiß. Nee, dann nehmen wir rot. Und hier unten... weiß. Oder da rot? Oder blau? Nee, weiß. Weiß. Weiß, nur noch rot. Nee, warte, warte mal. Hier oben haben wir einen Blaustich. Zack. Aber ein anderes Blau. Ein anderes Blau. Ich will ein eigenes Blau. Ich will das Blau. Und dann gehen wir hier ein bisschen ins Helle. Ja. Ein bisschen Aqua. So ein bisschen. Yes. Yes, so sieht es schön aus. So, übernehmen. Wie lange haben wir denn jetzt für den Charakter überhaupt gebraucht? Muss mal gucken, wie lange ich schon aufnehme. Oh, ich nehme schon 39 Minuten auf. Nur für die Charaktererstellung. Wartet. Ich würde sagen, hier mache ich denn mal einen Cut. Ich mache 2 Videos draus, weil wenn ich hier 40 Minuten in der Charaktereinstellung bin, das ist ja 39 Minuten noch was, das ist ein bisschen viel. Deswegen mache ich da 2 Videos draus, mache ich einen angezockt und die Charaktererstellung, damit ihr da ein bisschen mehr sehen könnt, weil hier ist, ich wusste nicht, dass hier so viel drin ist bei der Charaktererstellung. Deswegen würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich nehme jetzt gleich im Anschluss Gameplay auf. Bis zum nächsten Mal, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.